Frenkel Fortset. Heute. Let's play Seegut Live. Okay, was muss ich jetzt machen konkret? Die sieht man aber ganz schön schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist alles so winzig hier, Mann. Komm, dreh mal bei hier. Wie komme ich denn da jetzt hin? Was muss ich denn, wie muss ich denn werfen? Kann mir da mal einer sagen, wie ich werfen muss? Warte mal, Information. Rechtsklick. Ah. Rechtsklick, linksklick. Und dann loslassen. Okay, aber wie komme ich jetzt da hin? Das ist ja alles so... Ach, Mann! Das hält mich doch jetzt total auf. Jetzt zickt man nicht so rum, ey. Der dreht nicht. Warum dreht denn der nicht? Jetzt dreht er. Drecksscheiße! Das Spiel heißt doch, ach, rutsch mir den Buckel runter. So, jetzt bin ich hier auf dem, Kurs. Und jetzt sehe ich aber hier niemanden, ne? Oder? Sehe ich da irgendjemanden? Da ist einer. Fahren wir aber lieber noch ein bisschen hin, würde ich sagen. Dann schaffe ich das ja nie da oben in der Zeit. 6:48, ich glaube, ich kotze, ey. Ist er abgesoffen, oder was? Nee, da ist er. Rechtsklick. Aha. Ach du Schande. Linksklick. Ui! Das war wohl ein bisschen zu weit, oder? Jawohl, ich habe einen gerettet. Hurra! So, komme ich jetzt wieder raus? Ich muss noch weiterfahren. Ja, da geht mir durch die ganze Kohle durch die Lappen, ey, weil ich das nie mehr in der Zeit dann schaffe, da zu dem scheiß Kackziel von der Trulla. Mann. Oh. Hallo, wo seid ihr? Drei Stück müsste es noch sein. So, da ist noch einer, ne? Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Warum wirft ihr denn nicht darüber? Wo ich den haben will. Kann der nicht so weit werfen, oder was? Ja, jetzt hört halt mal auf rumzuschreien! Das ist ja nicht auszuhalten, euer Geplärre. Zu kurz. Kann ich so weit werfen überhaupt? Genau! Schwimm doch an Strand, du Blödmann! Also, wie das genau funktionieren soll, ist mir gerade so ein bisschen ein Rätsel. Also, wie ich gezielt werfen soll. Das ist eher so ein bisschen Gefühlssache. Ja, getroffen. So, noch mehr? Wo denn? Hallo? Ihr könntet genauso gut dahin ans Land schwimmen, ihr Blödmänner, statt mich hier aufzuhalten. Da ist einer noch. Geh mir halt auf den Senkel, ey. Warum wirft er nicht darüber? Der wirft doch geradeaus. Warum macht denn der das? Ich möchte, dass er darüber wirft. Ja, hallo, wenn du die Arme ausstreckst, dann kannst du natürlich nicht schwimmen, du blöder Spacko. Jetzt warte mal. So, eine noch. Die wird doch an Land gespült, die Frau. Was ist denn jetzt los? Ist auch noch Kackwetter jetzt. Da ist sie. Kann ich bitte dorthin werfen? Einfach geradeaus dorthin? Scheiße, geht nicht. Was ist denn jetzt los? Oh Mann, jetzt kommt auch noch Dreckswetter auf mich zu. Halt! Bleib! Bleib! Halte nur noch ein paar Sekunden aus. Oh Gott, ich überfahre sie. Oh Gott! Ja, Entschuldigung. Ah, da ist er ja, Arsch. Oh Gott, ey! Alles umsonst, keine Rettungsringe mehr. Alles umsonst, die gesamte Mission umsonst. Was ist das für eine Scheiße? Und die kann ich jetzt, die brauche ich jetzt auch nicht mehr abliefern, oder was? Doch. Ja, wenn ich es schaffe, zeitlich.
bei dem Dreckswetter. Also, Mission gleich mal verbockt. Schönen Dank. Jetzt überlege ich ernsthafte, ob ich den Zuschauer, der mir das empfohlen hat, nicht nur verklagen soll, sondern am besten gleich töten. Jetzt ist auch noch Sturm, oder was? Ja. Also, wenn ich das gewusst hätte... was war das jetzt? Ah, gespeichert. Hotel zu verkaufen. Jetzt will ich mal wissen, was so ein scheiß Hotel kostet. Ja. ich habe nicht so viel Geld, deswegen... lassen wir das mal. Kann dieses olle Ding nicht ein bisschen schneller fahren? Ich habe nur noch 2,5 Minuten Zeit. Ein Delfin. Ja, und dann hatte ich 3 von 4 Leuten gerettet und das hat aber nichts gebracht. Die ganze Mission war gescheitert. Schönen Dank auch. Ja, meine Frage wäre natürlich dann auch mal wieder an der Stelle, ich produziere mal ein paar Folgen vor. Wollt ihr davon mehr sehen? Das müsstet ihr mir sagen. Mit euren Kommentaren. Gerne auch mit euren Likes. Ich habe keine Ahnung, ob das interessant ist, das Ding hier. Drew Barrymore geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich weiß auch gar nicht, was das bedeutet hier. Plus 3%. Keine Ahnung. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Müssen wir ein bisschen nachjustieren. Toll, Gewitter. So, jetzt wollte ich doch da auf der Packung weiterlesen. Also, eine faszinierende Kombination der Gameplay-Stile Schiffssimulation, Management, Tycoon und 100% Spielspaß. Eine Villa direkt am Meer, deine eigene Yacht, ein atemberaubender Sonnenuntergang, feine weiße Sandstrände und glasklares Meer. Lebe das Leben, von dem du schon immer geträumt hast. Von auf deinem Weg zum Top-Dog der Region. Was? Lebe das Leben, von dem du immer schon geträumt hast. Von auf deinem Weg zum Top-Dog der Region. Das hat aber auch keiner Korrektur gelesen. Naja. So, dann die Features. Flotte von Luxusschiffen. Damit erfüllst du verschiedene Aufträge auf ultra-realistischen tropischen Gewässern, um ein Vermögen zu machen. Jetzt muss ich aufpassen. Bin gleich da. Entdecke überwältigend schöne tropische Plätze und erkunde mehr als 50 Häfen und Dutzende verschiedene Orte. So, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Wo muss ich denn jetzt da genau hin? Ah, ein bisschen rum. Warum bleibt die Kamera nicht hinter dem Schiff? Warum muss ich die jetzt immer per Hand immer wieder nachjustieren? So eine Scheiße da. Okay, da ist mein Ziel. Ich habe nur noch 16 Sekunden. Das ist toll. Das schaffen wir leider nicht mehr. So ein Drecksscheiß, ey! Das Spiel heißt The Good Life, ja? Das heißt so viel wie das schöne Leben und nicht das blöde Dreckskackleben. Mann, ey. So. Bim! Reise gescheitert. Zeit ist abgelaufen. Keine Einnahme diesmal. Lege im nächsten Hafen an und nimm einen neuen Kunden an Bord. Ihr kleinen, miesen Wichser, ihr. The good life. The good life, my ass, ey. Gar nichts good life. Jetzt muss ich erst wieder einparken. So, müssen wir noch ein Stück vorfahren. Nicht zu viel Gas, Herr Frenkel, nicht zu viel Gas. Das ist tödlich. So, jetzt müssen wir erstmal drehen. Ein bisschen nach weiter, nach links, komm, Bursche. Ob das wohl reicht, ich habe so meine Bedenken. Ah, doch. Könnte reichen, oder? Bleib da drin! Bleib drin, 7 Sekunden! Ja, schön. Kein Geld verdient, alles umsonst gewesen, keine Menschen gerettet, ich kann mir gerade das Leben nehmen. Okay, Hafengebühren muss ich auch noch zahlen, schönen Dank auch. Ansehen gestiegen um 11%, was, warum das denn? Weil ich so toll angelegt habe, oder was? Okay, und jetzt? Was jetzt? Oh, muss ich mir neue raussuchen? Neue Gäste? Schauen wir mal, was haben wir denn da? Ja, das ist mir so der Typ Holzfäller. Da habe ich Angst, dass der mich während der Fahrt anfängt zu befummeln. Da schauen wir lieber mal darüber. Der hat auch schon die Hände am Sack. Moment, 9,26. Ich muss ja immer mal gucken, was die so zahlen, ne? Oder? 9,26.
Oh, der zahlt aber viel. Ach, was ist das denn jetzt hier? Schatzsuche. Am Montag wurde ein Geheimnis der Salton Sea gelüftet, die Identität eines Navy-Kampfflugzeugs, das im Zweiten Weltkrieg dort abgestürzt war. Das reizte Schwarzwassertauchen, so Sergeant Wayne Walker. Dieser Begriff bezeichnet Gewässer mit so schlechter Sicht, dass nur erfahrenste Taucher einen Tauchgang wagen sollten. Ja, toll. Deine aktuelle Tauchausrüstung enthält noch Luft für 300 Sekunden. 300 Sekunden? Das ist doch gar nichts. Das sind 5 Minuten. Du kannst zum Preis von 600 Dingenskirchens Sauerstoff nachfüllen. Gehe dazu zum Ausgabenreiter. Suche mit Hilfe des Radars nach der Tauchstelle und fahre so dicht wie möglich heran. Ausgabenreiter. Ja, wo ist denn der Ausgabenreiter? Erfolgreiche Missionen, Zeit, verbleibende Zeit bis Reiseende, eigene Objekte, abgeschlossene Reisen. Ich sehe keinen Ausgabenreiter. Wenn ich Escape mache vielleicht? Nö. Was ist denn das überhaupt für eine hässliche Kuh? Die hat eine Tischdecke an! Ja, dann muss ich es einfach mal annehmen, oder? So auf Verdacht. So, und wo ist jetzt hier ein Ausgabereiter? Nirgends ist ein Ausgabereiter! So, Schatzsuche. Suche auf dem Radar nach der Dingsbums. Radar. Ah, okay. Das ist ja wenigstens mal deutlich ersichtlich hier. Einen Wendheimer. Ich spiele ja wie immer erstmal ohne Handbuch. Weil ich immer sage, ein gutes Spiel muss ich von selbst erklären. Deswegen habe ich jetzt auch keine Ahnung, was jetzt da auf mich zukommt, wenn ich hier dieses komische Tauchding ins Kirchens mache. So, sind wir da jetzt auf der Spur? Das führt zum Strand hier. Da kann doch kein Tauchdingsbums sein. Hallo? Muss ich wohl ein bisschen außen rum kurven. Sag mal, es soll irgendwie von wegen eine tropische Gegend, also gut, tropisch ist ja okay, aber es soll irgendwie die schöne Südsee sein oder was der Geier was mit Sonne und bla 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 und dann shifts dauernd, hey, bin ich in London oder was? Dreck. Gut. Ah, da vorne. Guck mal an da, dieses Mini-Icon. Sagt mir wohl, dass ich dorthin fahren muss. So. Dann fahren wir da mal hin. Was ist das da? Ein anderes Boot. Muss mich das gerade interessieren? Nein. So. Muss ich jetzt da genau drauf fahren wahrscheinlich? Wer ist das denn da? Ach ja. So, jetzt sind wir doch genau drauf, oder? Muss ich das anklicken? Nein! Nicht zurückfahren. Erstmal stehen bleiben. Ah. Wie kann ich da jetzt tauchen? Sag mal, was ist denn das da drüben für ein komisches Schiff? Das fährt auf Sandstrand. Ein Luftkissenboot oder was? Ja, was muss ich denn jetzt hier machen, verflucht nochmal? Anklicken kann ich das nicht. Ich muss da wahrscheinlich genau drauf fahren, oder was? Ist das hier tauchen? Nicht so schnell. Ah! Stopp! Tauchen. Okay, dann gehen wir mal runter hier. Paletscher, Paletscher. Der sieht ja aus, als ob er tot ist. Jetzt schon. Was muss ich jetzt machen hier? Wende mit den Pfeiltasten und beschleunige mit der linken Maustaste. Ach man, es geht immer so schnell weg, hey. So ein Dreck hier. Linke Maustaste. Wenn du auf den orangefarbenen Indikator oben zusteuerst, liegt der Schatz irgendwo vor dir. Ah. Also, der sieht aus wie tot und das ist doch keine Taucherausrüstung. Das ist doch ein... Ist doch einfach nur ein bisschen schnorcheln, oder? Okay, wir müssen uns erstmal drehen. Ja. Der sieht ein bisschen kaputt aus. Okay. Und die Maustaste muss ich drücken. Die linke gedrückt halten. So,
So, und der Schatz liegt vor mir. Oder wie? Es bewegt sich dauernd. Muss ich tiefer tauchen wahrscheinlich, oder? Blub. Ja, und ich habe 5 Minuten oder sowas, ne? Wo sehe ich das? Ach du Scheiße, das ist der rote Rand da, der immer kleiner wird.